Hallo, da bin ich wieder und willkommen zurück bei Miss Survival. So, wir sind dehydriert, wir müssen mal einen Schluck trinken, das haben wir ja alles hier. Nee, wo habe ich jetzt mein. Wo habe ich meine Flasche hin? Wo habe ich die Flasche hin? So, jetzt bin ich durcheinander. Ich habe die Flasche irgendwo mit reingetan. Hier, da ist sie doch, Mensch. Die muss doch bei mir bleiben. Trinken wir gleich nochmal ein bisschen. Sehr schön. Genau, wir haben auch schon den nächsten Tag. Ich habe die Nacht durchgeschlafen. Er fühlt sich auf jeden Fall besser. Hier sieht man es ganz schön. Ja, nicht mehr viel. So, eine Kleinigkeit noch essen. Ja, da haben wir hier so ein. Oh, ist nicht mehr lange haltbar. Ah, das ist echt. Ach, das dürfte schon gehen. Dürfte keine Lebensmittelvergiftung geben. Hoffe ich zumindest. Ja, Hunger ist in Ordnung. Ein Döschen nehmen wir mit. Flasche können wir gucken am Destillator, ob da eventuell noch was drin ist. Und ich habe ja die Frage gestellt gehabt, das fällt mir gerade so spontan ein, mit den Gegnern. Wenn ich die nicht bekämpfe, lassen sie kein Loot da am nächsten Tag. Das wurde mir bestätigt. Vielen Dank nochmal dafür, für den Hinweis. So, sehr schön. 100%. Haben wir alles voll. Aber ich habe trotzdem Durst. Warte. Wir trinken das mal, bis Schluss ist. Dann füllen wir es gleich nochmal auf und dann. Also, dass sie da 3 Minuten fürs Befüllen einer Flasche angeben, das ist schon echt krass viel. So, auf geht's. Wir fahren in die Richtung. Genau. Ach nee, Quatsch. Unsere Schuhe sind immer noch im Auto. Sehr geil. So. So, da ist das Schweinchen. Moin, Schweinchen. Und jetzt geht's los. Wir fahren jetzt mal hier lang. Müssen wir nur aufpassen, nicht, dass ich das Auto wieder verbacke. Und ihr habt mir gesagt, ich sollte noch eigentlich einen Wagenheber bauen. Hier steht auch noch ein Karren. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, ne? Also. Kann ich da rumfahren? Ne, das macht ja gar keinen Sinn. Ich muss wieder runter. Warte mal, irgendwie, dass wir da an der Base vorbeikommen. Wow, 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 wow. Und an der Straßensperre, weil ich möchte gerne zum zweiten See fahren. Was ich vergessen habe, ist mal zu speichern. So, jetzt sind wir auf der Hauptstraße. Wenn ich jetzt hier oben lang fahre, kommen wir direkt auf die Straßensperre zu. Genau, da ist erst einmal. Da könnte man eigentlich auch noch mal kurz anhalten. Weil das ist hier nämlich die zweite Tanke, die wir schon kennen. Hier findet man bestimmt auch noch mal einen Motor oder sowas. So, raus da. Waffe. Perfekt. Baller mal gleich voll. Super, knapper Liter passt noch rein. So, Kofferraum. Ist leer. Super. Ja, guck an. Nehmen wir mit. Aber sowas von. Was wir haben, Hammer. Okay. Zündkerze, jawohl. Und ein bisschen Sprit noch. Bisschen wird noch gehen.
So. Eine Flasche, da kommen wir nicht hin. So, machen wir erstmal den hier voll. Oh, da ist sogar noch ein Schluck drin gewesen, siehst du? So. An und für sich ist ja das Inventar schon groß, wenn ich überlege. Stell dir mal vor, du müsstest hier diese zwei Kanister, wenn die voll sind, rumschleppen. Also, dafür ist es eigentlich schon recht groß gemacht. Aber man findet ja auch gut Material. So. Mal gucken, ob da wieder irgendein Gegner irgendwo rumlungert. Weil ich höre nichts. Du, 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 du. So, und ihr habt mir gesagt, eine Crowbar. Genau, im Regal, habt ihr gesagt. Jawohl, merci. Danke dafür nochmal. Ich muss einfach nur besser gucken. Ganz einfach. Munition für Rifle, sehr geil. Schrotflintenmunition 21, voll gut. Gehen wir mal schnell auf die... Die Rifler kommen nochmal zwei dazu. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, Inventar schon wieder voll, gell? Krass. So, den können wir leider nicht öffnen, gell? Nee, das funktioniert nicht. Ah, hier. Hier das Rad. Sehr schön. Halt, warte mal, war das Inventar nicht voll? Ja, weil ich den Kanister vergessen habe. Ich komme gleich nochmal. Wir gehen zum ersten Mal zum Auto und laden aus. Sehr schön. Voll gut, oder? So, den können wir austauschen. Zack. Obwohl, den holen wir, wenn es soweit ist. 7, da fehlt noch einer. Komm, nimm einfach rüber. Rüber, rüber. Filter rüber. Filter auch mal raus, wenn wir in so ein Gebäude reingehen. Rüber, rüber. So. Schade, dass es keine Sortierfunktion gibt. Ich glaube, Nägel finden wir jetzt auch nicht mehr so oft. Und ein Getränk rüber. So, und so. Und die Crowbar lasse ich hier. So, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ich dachte, das habe ich schon gedrückt. Weiß ich schon gar nicht mehr. Muss wahrscheinlich bestätigt werden. Da war der, da war das Rad. So. Ansonsten, da wäre wieder ein Messer. Komm, nimmst du mit. Weil ich glaube, ich habe so kein Messer dabei. Doch, doch klar, unten im Gürtel habe ich es. Freilich. Freilich oder ist dabei? So, jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen. So. So. Huch. So, ich parke jetzt mal hier. Nichts drin. Oder hat man den schon durchgesucht? Ich glaube schon, gell? So. So, jetzt lass mal gucken. Da läuft einer am Zelt. Eins, zwei. Drei.
Komm, wir probieren es mal, ob wir die kriegen. Ich speichere vorher, ist ja klar. Jetzt wünschte ich mir natürlich eine schallgedämpfte Waffe, gell? So, da ist auch kein Sniper oder sowas unterwegs, gell? Sind schon ein paar. Scheiße. Na, ey, echt jetzt? Boah, voll zeitverzögert sind die Einstiege angekommen. Nur noch 13 Schuss. Durchs Auto. Ich glaube, ich habe die nicht mehr getroffen, oder? Ware. Oh, die sind schon zombie-mäßig unterwegs, wenn die so angelaufen kommen. Krass, 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 krass. Zeig mal. Oh, Wurst zum Essen. Es gut sein. Ist nur Brokkoli, da steht er. Noch irgendwo einer sein. Wo sind sie? Wo ist er? Okay. Ach. Nichts Interessantes eigentlich, gell? So, da haben wir noch ein bisschen was. Pain Antibiotikum. Waren das jetzt alle? Da muss. Oh, Militärkiste. Batterie. Sehr schön. Anscheinend waren das alle. Na dann. Oh, hier. Mundmaske. Mund-Nasen-Bedeckung. So rum. Open. Jackpot.
mal gleich mal nachladen. Noch eine Pistole. Das könnte ich eigentlich da lassen. So, und move. Meinen Sie, die kann man oben aufs Auto packen? Es wäre cool, wenn ich noch wirken könnte, ne? So. Die Kiste wollte ich aber mitnehmen. Das ist witzig. Sieht aus, als ob man dieses Auto oder die Reifen abschrauben könnte, weil das sind ja die gleichen Felgen, die wir haben, oder? Oder fast. Einmal kurz. Place. Meint er, ich kann die da oben drauflegen und es bleibt? Boah, das wäre ja witzig, wenn die da oben drauf bleibt, gell? Wir probieren es mal. Nein, die bleibt nicht. Schade. Ich brauche ein Pickup. Schade, ich brauche den Pickup. Ich brauche den Pickup. Ich brauche den Pickup. Das ist so. So, zack. Die Granate auch rüber. Das Messer auf jeden Fall rüber. Das behalten wir noch. Das kann rüber. Das kann rüber. Das. Jetzt laden wir erstmal nach. Nachladen ist die, glaube ich, schon, gell? Ja. Aber die noch nicht. So, 19 Schuss wieder, gell? Ja, 19. Zack. Und die geht auch noch mit rüber. So, schade, dass wir die Kiste nicht mitnehmen können. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Boden. Ja, so ein bisschen. So. Jetzt fahre ich da mal ein Stück runter. Hier sind eigentlich noch voll viele Autos, gell, wenn man überlegt. So. Jetzt können wir gucken. So, ein bisschen rumgucken hier. Was hast du denn noch da? Ach, guck an. Sehr schön. Da komme ich nicht rein. Ich glaube, die Kanister kriegen wir voll. Ich bin guter Dinge. Weil das ist ja echt schick. So. Mal ein bisschen auf die Zeit achten. Nicht, dass schon wieder so spät wird, gell? Durch diese ganze Looterei. Hier ist nichts, okay. Der ist komplett ausgeschlachtet. Ah, hier wäre es nur Koffer. Und man muss echt genau gucken, dass man auch alles mitnimmt. Lass ich da, interessiert mich nicht. Sehr schön. Und wenn wir dann... Ja, das ist doch ein Auto, was wir theoretisch nutzen könnten. Weil es sieht mal so aus. Traktorreifen. Den Hammer. So. Da müsste man noch...
doch hochkommen, oder? Na, siehst du. Jawohl, Rifle Money. 2 Patronen. Aber immerhin. Voll gut. Da will er nicht hoch. Kann ich gar nicht verstehen. Was kriegen wir denn da noch rein? Eigentlich gar nichts, gell? Was kriegen wir noch rein? Das jetzt auch. Was kann ich noch stacken? Das kann ich noch stacken. Dann geht das noch mit rüber. Sehr schön. Durstig. Simmer ein bisschen, aber ich trinke jetzt noch nichts. Ein Stift lasse ich weg. Ah, hier ist eine Kiste, die hat man gar nicht gesehen. Oh, guckt euch das an. Hier waren wir ja schon drin. Ist das ein bisschen viel Loot, was wir hier kriegen? Ich weiß es nicht. Weil wenn ich dann an die Vierer-Version denke, also vor dem Update hier, hat man das Gefühl gehabt, es war viel weniger Loot. Nee. Handschuhfach. Ja, funktioniert nicht richtig, okay. Also mir kommt es gerade vor, als ob wir hier richtig gut was wegkriegen. Warte mal, auf den Militärfahrzeugen war doch manchmal auch was drauf, gell? Da ist schon nichts. Ah, hier. Oh, cool, eine Weste. Sehr schön. Das ist cool. Jetzt haben wir eine Weste auch noch bekommen. Equipments, gell? Jawohl. Und die Munition, guckt euch das an. Richtig gut. Es ist die Frage, die mir gerade durch den Kopf geht. Spawnen die Gegner hier wieder? Ich denke schon, gell? Ich glaube, die spawnen wieder nach einer gewissen Zeit. Geht da nicht hoch? Hier, schon wieder ein Rad. Nimmst du mal mit als Ersatzrad, oder? Lehm. Da oben ist noch ein Tisch. Kommen wir da so hoch? Ja. Nun gut. Ziehen wir weiter, ha? Also ein 30er Magazin, ich sehe es gerade. Voll gut. Oh, warte mal, das ist nur ein Fragment. Das könnte man aber zu einer Granate craften. Trinken wir mal einen Schluck und essen gleich noch was. Warte mal, müssen wir uns verbinden? Nö, will er gar nicht, gell? Status? Achso, muss ich wieder raus aus diesem... Status. Zeigt aber nichts an, gell? Nee, aber wir heilen, glaube ich. Wir wollten noch was essen.
Rausch wieder voll, ne? So. Theoretisch müssten wir hier die Häuser mitnehmen. Was hier für Zeug rumliegt, das ist das ganze Klumpzeug, ne? So, jetzt hat. Das lasse ich liegen. Und zwar hier? Ach, die Bretter. Ah, oh, da werden sie. Brennholz. Eine Feder, ja sicher. Noch eine Feder. Tücher lasse ich jetzt mal gut sein. Dietrich, auf jeden Fall. Sehr schön, das läuft. Der Hinterausgang. Und hier, ich finde das halt übelst geil, dass du hier wirklich jeden Schrank aufmachen kannst. Das ist immer gleich wieder voll, das lasse ich liegen. Panzertape können wir. Zucker und die Dose. Oh, hier, die ganzen einzelnen Fächer noch. Bestimmt irgendwo noch Salz drin. Ah, oh, hier so eine. Können wir gleich mal essen. Voll gut. Gefällt mir richtig gut. Das Tuch. Ja, da ist schon echt viel Zeug. Das finde ich richtig geil. Ah, Nähzeug haben wir hier. Zack. Ey, Wahnsinn. Munition lasse ich nicht liegen. Das könnt ihr vergessen. So. Eher das Essen. Aber nicht die Munition. Hier wäre noch ein Prügel, ein Seil. Das Haufenzeug, noch ein Reifen. Ja, wenn das so weitergeht mit den ganzen Reifen und so weiter und so fort, brauche ich bloß noch ein paar Ersatzmotoren. Dann kann ich mir ja fast alle Fahrzeuge jetzt zusammenrichten, oder? Was kann ich hier mit rüberschmeißen? Die auf jeden Fall. Das war's eigentlich, gell? Schere kann ich... Oh, Scheren kann ich auch stacken. Ah, das muss man wissen. Das habe ich nicht gewusst. Nu wissen wir's. Alles klar. So, jetzt können wir noch die Komponenten holen, weil Komponenten sind in meinen Augen wichtig. Die werden wir immer brauchen. Die Flaschen interessieren mich überhaupt nicht. So, zack, zack. Auf jeden Fall. Ah, da ist der zweite Fluss. Jawohl. Da wollten wir doch hin. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie spät haben wir's? Mittagszeit. Alles klar. Moin. Ist da jemand? Ich höre nichts. Ich keine Zombies, nichts, gar nichts. Tücher lassen wir mal gesagt, gell? Jawohl. Kein Platz. Fishingleine. Pardon, falscher Knopf. Huch. Kurz trinken, dann können wir das nämlich gleich verbauen. In unsere Leine, unseren Angel, die wir, ja, die wir haben. Voll gut. Sehr geil. So. Gears, Back, Fishing und
Die Leine. Sehr stark. Ja, guck dir das an. Ich weiß, ich habe das Getränk jetzt nicht aufgenommen. Wahnsinn. So viel Loot. Oh, eine Kettensäge. Also Kettensägenteil. Das würde ich sogar mitnehmen wollen. Damit ich es einfach nur habe. Weil das, was macht das in der Küche? So, jetzt lass mal gucken. Ist noch eine Kirche. So. Scheiße. Die Karte. Wir müssten jetzt rein theoretisch hier sein. Hier ist der, ja, genau. Hier ist die Verengung. Hier sind wir. Genau hier sind wir. Sonst gibt es nichts mehr, gell? Hier. Da, 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 da. Das wäre cool, wenn wir uns hier was hinbauen könnten. K. Oder ist das da, wo das Haus steht? Oder ist das der Fleck? Ah, das wird der Fleck hier sein. Obwohl das da drüben ja auch schon fast fertig wäre, gell? Der Platz da. Ja, wir fahren mal runter. Ah, hier ging es ja noch hoch, genau. Nicht, dass wir hier irgendwo noch was verpassen, wie eine Waffe oder sowas. Hier auf jeden Fall ein Künstler unterwegs, der ein bisschen was gemalt hat. Sehr schön. Richtig gut. Boah, so viele Fächer. Nee, nicht doppelt nehmen. So. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ach komm, willst du mich rollen? Echt jetzt? Kann ich das so aus dem... Nee, kann ich nicht. Was war da jetzt alles drinne? Das kriegen wir auf jeden Fall mit. Das kriegen wir mit. Handschuhe, Hammer. Was sind Winterhandschuhe, gell? Ein Hemd, Hammer. Oder ein T-Shirt. Gut, zieh mal weiter. Beziehungsweise, ich laufe jetzt die Straße hoch zum Auto und mache hier jetzt Folgenende. Speichere noch mit euch. So, speichern. Save the game. Jawohl. Hat er gemacht. Und dann gucken wir uns unten die Region an und suchen gleich mal einen Platz und bauen oder zeichnen da schon mal ein Haus hin. So wie wir das haben wollen. Und dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit einschaltet bei Mist Survival. Ciao, macht's gut.